Frank Thelen, Unternehmer, Investor, Jungfrau. Doch, wie sauber ist das Bonner Universalgenie wirklich? Was hat der skateboard-affine Geldfan zu verbergen? Folgen Sie mir in die Analyse. Frank Wayne Gacy Thelen inszeniert sich oberflächlich betrachtet oft als ein auf dem Boden gebliebener Tech-Gigant und Literaturfan. Das dritte Buch, was ich euch empfehlen möchte, ist Homo Deus. Ganz ehrlich, ich hab's noch gar nicht gelesen oder gehört. Einfach eine ehrliche Haut. Scheinbar. Denn wenn man genauer hinsieht, auf TikTok, fällt mir als Fachmann sofort auf, Frank Thelen inszeniert sich oft dümmer, als er ist. Was ist eigentlich der DAX und diese Wall Street? Sag mal, ab wann sollte ich eigentlich Aktien kaufen? Wer ist eigentlich der Frank? Die Maske fällt. Eigentlich müsste Frank Thelen doch genau wissen, wer Frank Thelen ist. Er ist doch schließlich Frank Thelen. Will er so den Eindruck vermeiden, dass er zu viel weiß? Hundertprozentig ja. Haben Sie mal auf seine milliardenschweren Hände geachtet? Ich schon! Jetzt ist die Sache doch wohl klar. Diese Geste ist der internationale Code für Zieh mal! Und wir alle wissen, was das heißt. Frank Thelen will eine Bombe hochgehen lassen. Die Frage ist nur, wann und wo und warum. Im Alltag trifft man den bargeldlosen Bon Vivant oft an ungewöhnlichen Orten. Wie hier bei der Morgentoilette unter Wasser. Für mich ein eindeutiges Warnsignal. Frank Thelen trainiert dafür, jederzeit abtauchen zu können. Über Psychopathen weiß man, sie nutzen ihre Beine nur im äußersten Notfall. Laufen ist immer noch blöd. Wer solche Geräte nutzt, will vor allem eins: keine Fußspuren hinterlassen. Mein Team hat nachgerechnet. Frank Thelens Füße haben seit geschlagenen 15 Jahren den Boden nicht mehr berührt. Selten war meine Analyse so klar. Frank Thelen wird auf einem Wasserskateboard zum Tatort sliden, eine Bombe zünden und sich dann unter Wasser verstecken. Schach